Hi Freunde! Bevor es gleich losgeht mit der neuen Geschichte, möchte ich mich vorab kurz bei euch bedanken. Wir haben die 200 Abonnenten geknackt. Es sind jetzt sogar schon über 200. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer vielen, vielen, vielen Dank. Es ist einfach Wahnsinn. Als ich vor etwas über einem Jahr angefangen habe, meine ersten Creepypastas zu vertonen, hätte ich es niemals für möglich gehalten, auch nur, 50 Abonnenten damit zu bekommen. Und jetzt sind es einfach mal 200. Unglaublich. Also, ein bisschen Blut geleckt habe ich dadurch natürlich schon. Also, wenn euch gefällt, was ich hier mache, ihr meine Vertonungen mögt, aber meinen Kanal bisher nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Dann werdet ihr ja auch von YouTube informiert, wenn ich etwas Neues hochgeladen habe. Da ich keinen festen Upload-Plan habe und ja auch manchmal längere Pausen mache, verpassen manchmal viele die neuen Videos. Ich kann das in den Statistiken meines Kanals ja sehen, dass die Zuschauerzahlen oftmals extrem schwanken. Also, am besten einfach ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch nichts. Und danke auch an alle, die immer meine Videos liken und kommentieren. Das hilft dem Kanal dahingehend sehr, dass er bei YouTube in der Relevanz steigt. Also, das heißt, je mehr Likes, Kommentare, Abos wir hier sammeln, desto größer ist der Wirkungskreis, in dem YouTube potenziell neuen Zuschauern meine Videos vorschlägt. Und so kann die Community wachsen. Ich bin ja niemand, der um Likes, Abos, Kommentare und so weiter bitten möchte. Aber anlässlich der 200 Abos mache ich das jetzt einfach mal. Einmalig. Damit wir auch bald die 300 schaffen. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Creepypasta. Wie stumpfe, graue, verfaulte Zähne reichen die Wolkenkratzer in den wolkenverhangenen Himmel. Die Fensterscheiben sind zerbrochen, ganze Etagen eingestürzt. Schutt und Trümmer versperren den Weg. Auf der Straße steht knöcheltief Wasser, welches in der nur schwach der Nacht trotzenden Abendsonne blutrot schimmert. Es wirkt fast, als würde es sich bei der Stadt um einen verwesenden Kadaver handeln und nicht mehr um ein lebendes, pulsierendes Etwas. Gewissermaßen trifft diese Analogie durchaus zu, wenn man sich den Zweck einer normalen Stadt vor Augen führt. Ein kalter Wind pfeift durch die Straßen, breitet einen Teppich aus Nebel und Asche über sie aus. Der stechend süße Geruch der Verwesung liegt in der stickigen und doch eisig kalten Luft. Laute, platschende Schritte hallen durch die nur von gelegentlichen Windböen durchbrochene Totenstille der leeren, überfluteten Straßen. Eine Gestalt bewegt sich, langsam, aber doch zielstrebig, den Weg entlang. Nun, zielstrebig ist vielleicht das falsche Wort. Denn woher soll man wissen, ob die Gestalt wirklich ein Ziel vor Augen hat? Oder ob sie nicht einfach von niederen Instinkten wie Hunger, Verzweiflung oder schlicht Langeweile geradezu ziellos durch die Gegend wandert? Sie trägt einen Mantel. Vermutlich war es zumindest einst ein Mantel. Vielleicht sogar ein hübscher. Jetzt sind es genau genommen nur Fetzen aus Stoff. Ihr einziger Zweck, sein Innenleben zu wärmen und zu schützen. Zwischen all den massiven, grauen Trümmern, den Gebäuden, welche sich gierig dem Himmel entgegenstrecken, den von Leben befreiten Bäumen, welche schon lange keine Blätter mehr tragen, wirkt sie klein, verletzlich, dem Schicksal ausgeliefert. Bei genauem Hinsehen lässt sich beobachten, dass die Gestalt zittert. Ob ihr kalt ist? Oder fürchtet sie sich gar vor etwas? Das wäre immerhin durchaus legitim dieser Tage. Etwas, das vielleicht schon hinter der nächsten Ecke lauern könnte? Ein markerschütterndes Heulen zerreißt mit Gewalt die Stille der einkehrenden Nacht und des abflauenden Windes. Was auch immer es ist, es scheint noch recht fern zu sein. Aber wer weiß schon,
ob das so bleiben wird. Nun hat die Gestalt immerhin einen Grund zu zittern. Nach einer kurzen Schrecksekunde des Erstarrens beschleunigt sie ihre Schritte. Wird schneller, aber auch lauter. Das Heulen kommt näher. Da hat wohl etwas die Witterung aufgenommen. Nun scheint es wohl doch eine gute Idee, das Tempo etwas zu beschleunigen. Die Gestalt rennt mittlerweile. Immer schneller werden ihre Schritte. Doch das Heulen kommt immer noch näher. Nicht umdrehen. Einfach weiterrennen. Nicht anhalten. Auch wenn die Lungen sich anfühlen, als würden sie unter dem Druck zerbersten. Nicht langsamer werden. Nur der Jäger kann es sich erlauben, in einer Jagd aufzugeben. Irgendwann muss er das, sofern er keine Energie verschwenden will. Doch wie lange wird es bis dahin dauern? Wie lange noch? Zu lange? Inzwischen weicht das warme Licht des Tages der furchterregenden Finsternis der Nacht, mit bitteren Konsequenzen. Die Gestalt liegt auf dem kalten, nassen Boden. Nicht Erschöpfung hat sie niedergerungen, sondern ein unbeachtetes Stück Schrott, welches sie in der Dunkelheit zu Fall gebracht hat. Das nun fast vertraut klingende Heulen wird immer lauter und gieriger. Sind es gar mehrere Quellen? Die Gestalt liegt immer noch am Boden. Dabei ist sie doch schon so oft in ihrem Leben wieder aufgestanden. Tagtäglich aus dem Bett, nach Stützen auf dem Sportplatz. Doch jetzt, dieses eine Mal, wo es doch so viel wichtiger wäre, scheint es ihr nicht zu gelingen. Ob ein Knochen gebrochen ist? Oder vielleicht eher ihr Wille? Aus dem Heulen wird Knurren. Die Geschichte nähert sich ihrem finalen Akt, dem Kampf, dem Ende des einen und dem Fortbestehen des anderen, welcher schon so oft unter genau diesem Himmel ausgefochten wurde und doch dazu verdammt zu sein scheint, sich immer zu wiederholen. Etwas löst sich aus dem Schatten. Die Atmung der Gestalt scheint flacher und schneller zu werden. Dann löst sich noch eine Bestie aus dem Schatten. Aus der anderen Richtung. Jeder Fluchtweg ist nun versperrt. Das Grauen entlockt der Gestalt Worte. Dabei ist die Zeit der Worte doch ohnehin längst vorbei. Niemand ist da, um ihr Flehen zu erhören. Keine Laune des Schicksals, keine unerwartete Hilfe, kein Deus ex machina. Immer mehr der Kreaturen lösen sich aus dem Schatten. Anmutig, grauenerregend, majestätisch. Gnadenlos, zielstrebig, tödlich. Das Wimmern und Schreien des Opfers vermischt sich mit den Scharren der Klauen und den nach Blut lechzenden Gebrüll der Bestien zu einer bizarren Sinfonie, einem Crescendo des Todes, dem Ende einer Jagd. Die Stille der Nacht wird durchbrochen vom Schmatzen der Kiefer, vom Knacken der Knochen und vom Plätschern des roten Lebenssaftes. In der Luft liegt nun der Geruch von Galle und Blut. Die Sinfonie setzt nun zum Fortepiano, dem Verklingen an, und schon bald herrscht wieder Stille. Wie stumpfe, graue, verfaulte Zähne reichen die Wolkenkratzer in den wolkenverhangenen Himmel. Auf der Straße steht knöcheltief Wasser, welches von der aufgehenden Sonne in einen blutroten Schimmer getaucht wird. Ein kalter Wind pfeift durch die Straßen, breitet einen Teppich aus Nebel und Asche über sie aus. Der Geruch von vergossenem Blut liegt in der stickigen und doch eisig kalten Luft. Alles scheint wie immer. Nichts zeugt davon, dass in dieser Nacht etwas Kleines und vielleicht doch so Großes geschehen ist. Dass in dieser Nacht das letzte bemitleidenswerte Individuum einer Spezies von der Bildfläche dieser Welt verschwunden ist, welche sie für Jahrtausende prägte, ja, sich vielleicht sogar anmaßte, sie zu beherrschen. Es scheint, als hätten sie sich wohl geirrt.